Jo, guten Morgen, liebe Leute. Hallo. Und? Hallo. Ich gehe heute zum Zahnarzt. Ganz genau. Die Lumen geht heute nämlich zum Zahnarzt. Es geht jetzt weiter in der munteren Arztwoche bei den Müllers. Offensichtlich ist es so. Also letzte Woche war ja eigentlich die Kranken- und ja, schlimmer Woche. Jetzt ist heute ja, ist so weit zur Zahnarzt. Jetzt ist Zahnarztwoche. Skadis Geburtstag, aber dort hat es auch nie geklappt, dort mussten wir so einen Arzt. Ja, Mama. Genau, also wir, und Mama jetzt müssen war wir so krank. Nochmal Geburtstag nachfeiern. Naja, wir müssen den eigentlich nicht mehr nachfeiern, aber wir gehen jetzt erstmal heute zum Zahnarzt, ihr seid nicht wirklich mit dabei, aber vielleicht so ein bisschen mal gucken, keine Ahnung, inwieweit Lumen das vielleicht selber machen möchte. Kurz die Kamera an oder so. Mal schauen. Ist dir egal? Ja. Okay. Gucken wir mal. Und ich bin letztes Mal beim Zahnarzt eingeschlafen. Schlafgedenk. Zähne bohren. Zähne bohren ist ja nicht. Ne? Machen wir ja nicht. Ich hab gar nichts gemerkt. Ich hab so lange geschlafen. Weiß auch. So, jetzt muss sie sich erstmal anziehen. Ne? Ansonsten kann man sie nämlich auch gar nicht filmen, weil die Heck hockt nämlich hier noch nackig rum. Also okay, auch wenn wir noch ein bisschen verhustet sind, alle und so nicht viel reden können, muss weitergehen. Ja, muss weitergehen. Ja, mit Zahnarzt. Die Zahnarzt, die ist so cool. Ich war Zahnarzt. Das Bällebad mit Fernseher gibt's nicht, da wird die Lumen sich wundern. Sowas gibt's nicht mehr. Ja, der Zahnarzt hat sich nämlich verändert. Denn der Zahnarzt hat jetzt nicht nur die obere Praxis in Kudamm gekauft oder gemietet. Keine Ahnung, wissen wir ja nicht. Sondern er hat jetzt 3 Etagen gekauft. Gemietet. Wir wissen es nicht. Und den scheint sehr gut zu gehen. Wo ist dein Bällebad? Na, wir suchen mal. Jetzt gibt es eine ganze Etage nur für Kinder. Genau. Und du ziehst dich jetzt erstmal an und dann geht's los. Morgen. Da bist du ja. Und wie bist du drauf? Schwach. Ja, schwach, aber es muss weitergehen. Ich hatte nur meine Hände in der Tasche. Ich hab auch die Nacht halt auch wieder so geschwitzt, das war unglaublich. Ich sag jetzt mal so viel schwitzen. Ja, mir ist auch so wahnsinnig heiß. Und du hast mich heute mit einem bekleckerten Hemd loslaufen lassen, jetzt sei ja raus. Warum lässt du so? Du hast mich so loslaufen lassen. Naja, komm jetzt mal hoch, geh mal hin. Jetzt geht's los, ne? Lumi? Ja, so Zahnarzt! Ja. Wir fahren mit Auto. Richtig. Wir haben noch nie mit Auto so Zahnarzt gefahren. Jo, wir sitzen im Auto. Heute ist ein sehr schöner Tag eigentlich, muss ich mal sagen. Fahrradfahrer fahren wieder, wie sie wollen heute. Bambule. Wir fahren jetzt zum Kudamm. So, drückst du? Ja. Nummer 4. Drück. Aber ich bin immer noch in der gleichen Etage, oder? Nein, da brauchen wir mal ganz oben. In der 6. Wir waren immer in der 6. Wir sind immer in der 4. Aber wo ist denn die 6. Etage? Ich sehe keine 6. Ja. Achtung, geht auf. Oh, die Sonne durchflutet.
Ja, und da geht's rein. Geradeaus. Da geradeaus. Da geradeaus. Komm. Ganz fein, Junge. Ganz einfach. Okay, guck mal. Hier ist so ein Kissen, so ein Zahnkissen und hier musst du mal drauf beißen. 3 Sekunden, dann zähle ich bis 3. 1, 2, 3. Dann gehe ich vor die Tür, drücke ich den Powerknopf und in der Zeit gibt es Knutsche in Küsse. Und schon habe ich das Foto. Gleich war. Okay, dann muss ich was machen. So, setz dich mal richtig ran, mach dich mal groß. Super. Und? Wie war's? Toll, ich hab sogar eine Münze, eine Zahnarztmünze. Und was kriegst du dafür? Keine Ahnung. Na schau mal, ja, im Automaten. Ja? Guck mal, darf ich einen Film aus und hat die eine gesagt, ich weiß es nicht. Du hast es jetzt nicht angekommen. Siehst du? Oh, ist das für dich? So. Willst du nicht oder willst du die Münze behalten? Dann geht's anziehen und dann machen wir das Taxi. Na komm. Und drin. Was hast du? Das geht irgendwie auf, Papa. Und ist dann nächstes Jahr wieder so ein Zahnarzt kommen? Willst du vorne sitzen oder hinten? Vorne! Und hopp! Ich muss halt immer viermal fahren. Oh, wir sind wieder zu Hause. Es braucht kurz mal Ruhe. Ja. Ihr ist gerade nicht so schlecht. Fertig, ey. Ja, hallo. Na, was für ein Beginn in diesem Jahr. Da hatten wir bis jetzt den schönen Drödel. Der war ganz gut. Der hat Spaß gemacht. Dann hatten wir leider, dass unsere Katze verstorben ist. Da hatten wir aber auch schon den beginnenden Umbau von der Küche vom Büro. Oder von unserer Wohnstube. Es ist ja eigentlich unser Wohnzimmer, was da drin steht. Es ist ja kein Büro. Es ist das, was eigentlich in unserem Wohnzimmer steht. Jo. Und jetzt bin ich kurz wieder im Keller und sortiere kurz noch was. Und eigentlich haben wir richtig lange flach gelegen, jetzt die letzten Tage. Morgen sind meine Kinder wieder beim Arzt, wieder beim Zahnarzt. Er will so weit haben, ist ja unglaublich. Engel, Putten und so. Ja, morgen ist Anouk dran. Morgen geht Anouk zum Arzt. Wie gesagt, ich sortiere noch ein bisschen. Hoffe, dass ich noch 2-3 Sachen finde, die ich einstellen kann, weil ich muss jetzt langsam wieder anfangen, Geld zu verdienen, weil irgendwie kommt gerade nichts rein. Ne? Also, wisst ihr ja, ich habe hier flach gelegen. Ich konnte nichts machen die letzten Tage und das ist richtig ätzend. Ich meine, wenn man selbstständig ist, muss man eigentlich jeden Tag versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Jeder Tag kostet mich ungefähr 200 Euro. Tatsächlich. Und wenn ich pro Tag nichts verdiene, habe ich 200 Euro minus. Deswegen muss ich was verdienen. Ja, es wird jetzt höchste Zeit. Also ab morgen hoffentlich wieder ein normales Programm. Ich weiß ja nicht, ob ich meine Kinder zum Zahnarzt mit begleite morgen nochmal oder ob die alleine fahren. Wir werden sehen. Ansonsten bin ich morgen wahrscheinlich hier im Laden, oben im Büro und werde da ein bisschen was tun. Ja. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt dran, bleibt gesund. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid. Also, bis dann, macht es gut. Ciao, euer Tommy.